Brothers A Tale of Two Sons spielen. Keine Brothers, aber zumindest zwei Söhne Bayerns. Daniel und Michi spielen für euch heute dieses Indie-Spiel aus dem Xbox Live Arcade Summer of Arcade. Servus Daniel. Servus. Das Spiel, obwohl es eben diese zwei Brüder im Titel hat, man möchte es meinen, sein Koop-Spiel, ist aber gar nicht. Das ist uns egal, wir versuchen es trotzdem. Man spielt dieses Spiel eigentlich mit einem Controller, spielt aber jeden Bruder mit einem Analogstick. Wir dachten uns, wir probieren jetzt zumindest das mal, das mit einem Controller. Wir blenden das an dieser Stelle mal kurz ein, wie wir diesen Controller dann halten. Also die linke Hand, ich sitze rechts und die linke Hand ist meine linke Hand. Und die rechte Hand ist Michis rechte Hand, weil andersrum wäre es noch umständlicher, da müsste man so umgreifen. Das kennt man so aus so Buddy-Movies, wenn die zwei mit Handschellen fest aneinander gekettet werden. Genau, und dann in roten oder orangenen Anzügen durch irgendeinen Wald gehetzt werden und so. Und hinterher stellt sich raus, jeder hätte jederzeit aus den Handschellen rauskommen und es ging nur um die Buddy-Nummer. Egal, genau. Ich drücke jetzt mal auf Start. Ich mache das mit der rechten Hand in dem Fall. So, ich drücke jetzt auf A und speichere es auf Hard Drive. Jawohl. Und los geht's. Dieses Spiel ist übrigens nicht zwingend irgendwie total albern, sondern soll auch ganz schön emotional mitreißend sein. So, New Game. Mir gefällt es jetzt schon. Ich mag das auch sehr. Sieht sehr hübsch aus. Sieht aus wie Fable, nur geiler. Das war die Mutter, oder was? Ich glaube schon, ja. Also sind die schon mal halbwaisen, die Jungs. Ah, okay. Hold triggers to interact Big Brother. Linker Trigger, das bin ich. Dann bin ich der Little Brother. Okay. Okay, das hat funktioniert. Cool. So, jetzt pass auf. Jetzt kannst du den steuern? Ja. Ich kann also jetzt zum Beispiel bremsen, wenn... Na, hör auf! Ist das unser Vater oder ist das nur der Nachbar? Das ist der Papa, dem geht's nicht so gut. So, also ich lenke jetzt den Karren von vorne. Ich bin der blonde kleine Bruder, du bist der dunkelblonde, der braunhaarige... Coolere Bruder. Also, ich kann dich auch arbeiten. Hör auf! Also wir müssen jetzt offenbar den kranken Vater irgendwo zum Arbeiten. Sag mal, diese Sprache gerade eben, das war keine echte Sprache, das ist sowas wie dieses Simlisch rumgebrabbel, das genau. Kann man nicht verstehen. So, also oder jetzt, Plattdeutsch. Also, Und jetzt hier was machen? Der Kleine kann das nicht. Komm mal mit dazu. Mal schauen, darf ich es mal allein probieren? Kannst du dann gar nicht drücken, wenn du einen Trigger ziehst? Einfach geht da was? Dann lass ich mal los. Da. Nee. Okay.
mich wieder an den Wagen vorne hin. So. Ich kann auch loslassen, dann musst du die ganze Arbeit allein machen. Wir kommen jetzt da hoch. Also außen rumgehen, oder? Also einer kann vielleicht da hochspringen an die Leiter. Springen kann ich gar nicht. Also einfach nur, man macht das scheinbar alles mit den Triggern. Ja. Also auch das Springen ist es mit der Trigger-Taste. Schau mal, ich kann dir Räuberleiter geben. Das ist ja cool. Kann ich dir jetzt irgendwie, kann ich das Seil hier wahrscheinlich runterlassen seitlich, oder? Ja, genau, cool. Und dann müssen wir hier zu zweit kurbeln. Irgendwie drehen. Ich hoffe, das bleibt jetzt so. Kann ich hier nach hinten gehen? Mal kurz ausprobieren. Geht auch, ja. Cool. Hey. Ja, ist wohl der Dorfarzt oder sowas. Das ist irgendein Heilmittel, oder? Wahrscheinlich sah aus wie irgendwie der Baum des Lebens oder so ein Zeug. Wie wichtig sie es alle haben. So, kann man hier irgendwas noch machen? Ich kann auch irgendwas zeigen. Oh. Zum Papa. Ja. Da. Was ist tatsächlich nur, also man kann nur auf den Triggern aktuell irgendwas machen. Ich glaube, das bleibt auch so. Das ist echt eine ganz nette Idee. So. Ich laufe nochmal hier runter, oder? Ja. Ich frage mich natürlich, ob wir das Spiel jetzt dadurch komplett bescheißen, dass wir es mit zwei Gehirnen spielen. Was kann man hier machen? Naja, aber unsere beiden Gehirne ergänzt sind... Eins. Ein Menschenhirn. Was sagt er denn? Der will das nicht durchlassen, weil er von mir keine Angst hat. Soll ich mal? Hau ihn. Oder Wen Hadi? Umba! Das beeindruckt mich jetzt auch nicht. Schauen wir hier hinten. Guck mal da rüber. Ne, sind beide gleich ratlos. Hui! Achso, wer natürlich Todesangst vor dem Wasser hat, ne? Tja, hilft nix. Wie kann ich jetzt trotzdem schwimmen nach der... Muss ich an dir dranbleiben? Okay. Ich kann dich jetzt mitnehmen, oder? Da ist überall zu. Vielleicht hier lang. Am besten mit dem kleinen Bruder, der Todesangst vor Wasser hat, aufs offene Meer rausschwimmen. Dann lernen das wenigstens. Das hat... Hier ist zu, dann geht's hier raus. In meiner Kindheit mein Opa übrigens echt mal gemacht. Was dich aufs offene Meer rausgeschickt? Ohne Scheiße, auf offene Meer mich mitgenommen, so auf dem Rücken und dann losgelassen, so dann lernt das. Mhm. Keine gute Idee. Das ist ein Arsch.
Kann ich? Nee. Wir haben noch den Tritt dazu. Das sieht aus wie eine Tür hier, oder? Das sieht doch aus, könnte man da hochkraxeln. Ja. Aha, aber schauen wir doch erstmal, was hier unten noch ist. Oder nee? Kann ich da irgendwie ein Seil runterlassen? Hey, Seil! Mehr geht nicht, oder? Ich hätte schon gern gewusst, was da unten ist, aber können wir nachher nochmal schauen. Kannst du dann da weiter hoch oder nach oben und dann nochmal den Trigger? Cool. Hey, naja. Mich nervt ja so Kunstsprache immer ziemlich. Da geht's, ja, bei Sims und so ganz schlimm. Da geht's jetzt einigermaßen. Hoffentlich kommen wir da nochmal zurück, sonst wäre ich verrückt. Der Schatz im ersten Level. Das ist echt so. So, jetzt warte mal, ich lasse jetzt mal los. Hoppa. Ja, cool. Was gibt's hier? Ah, okay. Können wir jetzt so rum? Oder so. Oder so. Das wird garantiert nicht zur Streiterei führen gleich. Schnauze, sonst staubt. Was gibt's bei dem? Können wir dem was machen? Ja, faul ist auch, steh mal auf. Der erzählt, glaube ich, nichts, oder? Der pennt. Gut. Da stand auch noch diese. Dann nicht eine Markt. Dreh mal die Kamera in deine Richtung. Nee, das ist ein Blumentopf. Verwechselt man ja gerne mal. So. Wir wissen gar nicht genau, was das ist, was wir finden müssen, oder? Irgendein. Wie sagt man, ein MacGuffin? Ein Zauberheilmittel, was alles wieder gut macht? Hey, Maya! Obermeier, bitte. So. Oh weh. Kann man da drüber balancieren? Wieso müssen wir eigentlich. Also der Hans Wurster, dem glauben, oder wir glauben, dass der weiß, wo wir hin müssen, oder was? Glaube schon, ja. Wir sind halt sehr an den Stil von Fable 3, oder? Mhm. Was ja nicht schlimm ist. Jetzt kannst du ihn noch hauen, bestimmt, das ist der starke Bruder. Das sieht deinem einfältigen Wesen ähnlich. Klopf, klopf. Wer ist da? Aufmachen, Polizei. Ja, wie kommen wir jetzt hier weiter? Ah, ich kann hier du durch. Kommst da durch. Ha. Obwohl ich eigentlich die... Ich nicht. Hä, aber ich habe doch eigentlich die viel unpraktischere Frisur um. So, kann ich denn hier ein Tier rauslassen? Ich glaube, ich kann hier aufkurbeln, oder? Ha! Das ist ein Depp. Ja, cool. Dann versuch das auch... Ah, jetzt bist du ja auch schon hier. Und dann hier weiter, oder? Ich hab die ganze Zeit das Gefühl, dass wir irgendwie alles vergessen, links und rechts. Oh Gott. Ilala. Kann man dir das hänseln? Ich möchte ihn auch hänseln. Ich würde ihn lieber kreteln. Mibo da Mibo! Boah, ist das erniedrigend. Einmal auf der anderen Seite stehen. Ich bin ja normal immer auf der Seite vom Hund. Hat sich Wert auf Leute geschickt, um die zu bedrohen und so. Das war jetzt? Hier geht's aber nicht. Versuche die Kamera zu drehen. Warte mal, was macht, wenn ich jetzt hier gedrückt halte? Das heißt, nur hier geht's nicht weiter. Gut, egal. Was ist hier noch? Es klingt immer, als würde der sagen, what da? Und sich dann ein Schimpfwort sparen. Hm. Eher hier? Ich weiß auch gar nicht, ob es irgendwas gibt, was man überhaupt aufsammeln kann, muss, soll. Das ist ein Hundi. Gehen wir zu dem mit dem Hundi. Lila Imebu? Da ja. Das ist eine Miezi. Das ist gar kein Hundi.
Mibo. Lai. Lilai. Ja, haben wir's dann. Hallo, lass mich mal die Miezi streicheln. Wir haben's eilig, der Papa stirbt. Ja und? Ja, nix ja und. Nur weil du wieder ans Erbe ran willst. Das sind wir hoch, oder? Ja, genau. Da kann man erstmal nicht drüber. Da ist wieder eine Bank für so faule Säcke wie dich. So. Kamera bewegt sich aber gar nicht schlecht. Ja, noch. Hey, Hanno. Hm. Ich den jetzt fragen. Er hat das aber auch so eine unsympathische Art gemacht, oder? Ja. Wir könnten also an dieser Stelle weiter, oder? Wahrscheinlich. Dann lassen wir euch noch aber etwas schmoren, ob das tatsächlich der richtige Weg ist und schauen uns in der nächsten Folge an, ob es hier auch wirklich weitergeht. Bis dann. Ciao. Ja.